Hallo, hallo, Begrüßung aus dem Auto, jawohl. Und zwar stehe ich vor einem Action. Ich war meinem ganzen Leben noch nicht in einem Actionmarkt, Geschäft, wie auch immer. Ich bin mal gespannt. Ich habe davon ja schon einiges gehört. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam rein. Falls ihr das noch nicht kennt, dann schreibt mir bitte. Das kommt mir voll blöd vor, als wäre ich die Einzige, die noch nie in so einem Laden war. Also, ich bin sehr gespannt. Der Liam ist auch mit dabei. Ich bin mit meiner Freundin hierher gefahren. Wir müssen eh noch was in der Stadt erledigen. Und ja, los geht's. Viel Spaß bei diesem Video. Jetzt hier im Anschluss noch meine Shopping-Ausbeute. Auf Instagram war nämlich die Umfrage sehr, sehr eindeutig. Also ihr wolltet alle sehen, was ich denn so gekauft habe. Und ich drehe euch das sehr, sehr gerne ab, denn ich denke, dass mit Sicherheit die ein oder andere Inspiration dabei sein wird. Hier ist meine Shopping-Tüte, meine Ausbeute. Es ist dann doch tatsächlich recht viel geworden. Ich sag euch im Laufe des Videos auch noch, was ich von Action halte, was ich davor von Action gedacht habe. Und jetzt zeige ich euch aber erstmal, was ich gekauft habe. Und zwar zum einen dieses Schnäppchen hier, diesen Adventskalender. Und zwar möchte ich den für mein Patenkind zurecht machen. Ich packe das Ganze noch an eine Schnur, drapiere und dekoriere das Ganze natürlich noch schön. Am 6. zum Beispiel habe ich mir gedacht, packe ich einen schönen Gutschein mit rein und schreibe noch ein paar Zeilen dazu. Und hier bei den anderen Türchen, packe ich noch schönes Papier rein und dann halt eine kleine Süßigkeit oder was Kleines zum Spielen. Und ich finde das super toll für den Preis. Also unter 3 Euro habe ich bezahlt und ich finde den so, so schön. Und noch ein Schnäppchen, jetzt werdet ihr vielleicht lachen. Und zwar habe ich diese Spülmaschinentabs hier mitgenommen. Wir haben tatsächlich recherchiert, also wir waren im Laden, ich war ja mit meiner Freundin dort und dann haben wir erstmal gegoogelt und es war tatsächlich so, oder ist tatsächlich so, dass ein Tab unter 10 Cent kostet. Also wir haben da verglichen und geschaut und deshalb habe ich zwei von diesen riesen Packungen hier mitgenommen. Kann man natürlich immer gebrauchen und auf Vorrat. Sowas zu kaufen macht natürlich auch Sinn, wenn man dann so viel Geld sparen kann. Für die Küche habe ich dann noch diese Teile hier mitgenommen. Eins ist schon in Gebrauch, das war so ein Zweierpack. Und hier noch für Lasagne aus Glas. Ich habe nämlich nur so riesengroße Auflaufformen und ich wollte mal eine kleine. Deshalb habe ich diese hier mitgenommen. Ich finde, die sieht auch total schön aus und ich glaube, die hat nur 2,49 Euro gekostet. Das war wirklich ein Schnapper. Und dann geht es weiter mit Küchenutensilien. Und zwar habe ich keine gescheite Spritzform mehr. Und nachdem ja jetzt die Weihnachtsbäckerei so langsam eröffnet und der Alessandro super gerne backt, habe ich mir gedacht, nehme ich ihm das noch mit. Da freut er sich, er hat es auch schon gesehen, war total begeistert. Und auch das hat, glaube ich, unter 3 Euro gekostet. Also da kann man definitiv nichts falsch machen. Dann durfte noch diese Auflaufform hier aus Alu mit für Brownies. War auch nicht teuer. Und zum Thema Weihnachten habe ich noch diesen wunderschönen Block hier mitgenommen. Ich bastel ja so gerne. Und das ist wirklich der absolute Wahnsinn, wie hochwertig dieses Papier hier ist. Ich hoffe, ich bekomme es richtig rüber über die Kamera. Es ist wirklich so, so schön. Und so viele Blätter für den Preis. Also da kann man einige schöne Karten mit basteln. Wirklich richtig, richtig schön. Und zum Thema Weihnachten durfte da noch diese Geschenktasche, Tüte mit hier mit Gold und Glitzer. Sieht auch sehr, sehr hochwertig aus, wenn man dann hier das Geschenk reinpackt. Für die Bella habe ich das mitgenommen. Das sieht auch sehr, sehr hochwertig aus. Da freut sie sich, wenn sie dann damit spielen kann. Und jetzt Achtung. Ja, wirklich genial. Für die Bella dürfen dann noch ein paar Leckerlis mit. Und diese Teile hier, und zwar gleich 3 Stück. Einen, der wird bei meiner Freundin deponiert, wenn sie dort ist. Und 2 Stück hier für zu Hause. Wir haben nämlich tatsächlich einen Napf mal an der Tankstelle vergessen, als wir zum Bodensee gefahren sind und die Bella eben trinken sollte. Ja, dann haben wir den halt an der Tankstelle.
liegen oder stehen gelassen und deswegen jetzt mal einen neuen bzw. zwei neue. Und hier, weil die Bella im Moment so hart, die hat ja Fellwechsel und deswegen durfte eine neue Bürste mit. Und dann hier noch zu den Küchenutensilien, also das war noch in der Auflaufform. Hier habe ich noch eine runde Backform, denn meine ist jetzt tatsächlich 15 Jahre alt und so sieht es auch aus. Und deshalb durfte jetzt mal eine neue einziehen. Backform auch deshalb, wir haben nämlich bald ein Geburtstagskind und zwar den Lissandro. Deswegen habe ich ihm Servietten mitgenommen für seine Party. Passend dazu die Pappteller und natürlich Luftballons. Er wird ja 13, deswegen hier einmal in Gold und einmal in Silber. Genau, die sind auch ganz schön groß, also die sind 86 cm hoch. Ganz schöne Oschis. Und für meine Freundin, die wird nämlich 30, so, durften welche in Rose Gold mit. Jo, und für Weihnachten habe ich dann noch diese Teile hier mitgenommen. Die sind auch wirklich sehr, sehr hochwertig. Also für den Preis, da könnt ihr echt nichts falsch machen. Und für mein anderes Patenkind durfte dieses Puzzle hier mit. Das war auch echt günstig. Ich meine auch unter 3 Euro. Und dann habe ich ihr noch diesen Magic Rainbow Block. Ich habe da tatsächlich mal einen gekauft. Der hat knapp 14 Euro gekostet und der war, ja, ich glaube auch unter 3 Euro. Und den Kindern ist es total egal, von welcher Marke das ist. Hauptsache, die haben ihren Spaß. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich den jetzt auch noch ergattert habe. Dann durfte noch was mit für die Küche. Und zwar dieses Teilchen hier. Ich bin mal gespannt. Also, ich habe das noch nie ausprobiert. Hat sich irgendwie gut angehört. Ich weiß es nicht. Ich werde euch berichten, wie es ist. Und für meine Waschküche durfte von Perwoll dieses hier mit. Das kaufe ich ja immer bei DM. Das wisst ihr, für meine schwarze Wäsche. Das war auch viel günstiger. Haben wir auch nochmal recherchiert. Und deswegen durfte das auch noch mit. Und zum Thema Weihnachten habe ich noch das hier mitgenommen. Das hatte ich tatsächlich letztes Jahr auch bei Depot gesehen. Das war um einiges teurer. Und die hatten da den Adventskranz damit dekoriert. Also nicht jetzt mit exakt demselben, aber so halt in der Art. Und es war dann ausverkauft, also es war im Schaufenster, es hat mir sehr gut gefallen, aber die hatten es nicht mehr, außerdem war es wirklich ultra teuer. Und deshalb bin ich jetzt ganz froh, dass ich diesen Schnapper hier erwischt habe. Und dann habe ich noch diesen Block hier mitgenommen, auch richtig schön, schaut euch das mal bitte an. Also gerade für Kinder wirklich ganz, ganz viele tolle Schreibwaren. Hier noch Mandala, auch schön, ne? Auch wieder für mein Patenkind. Diese zwei Kerzen hier durften auch noch mit. Die sind riesig und duften so, so gut. 4,99 Euro habe ich dafür bezahlt. Die wollte ich ganz gern verschenken. Und ich habe für den Liam noch diese Feuchttücher hier mitgenommen. Also eine ganz, ganz große Packung. Ich glaube, da waren 4 oder 5 Stück drin. Und wir haben da auch recherchiert. Das war auch günstiger als in der Drogerie. Das durfte auch noch mit. So ein Tape kann man immer gebrauchen. Und was Süßes für die Nerven. Das sind meine allerliebsten von Lindt. Kennt ihr die? Diese Weihnachtsmandeln. Classic. Also da bin ich echt süchtig danach. Und Toblerone durfte auch mit. Jo, ich glaube, ich habe euch jetzt alles gezeigt. Lasst mich mal kontrollieren. Ja, Tüte ist leer. Ich habe bezahlt tatsächlich knapp 100 Euro, 94,54 Euro. Das ist natürlich eine Stange Geld, aber allein diese Tabs waren ja schon recht teuer und zwar 16,30 Euro. Ne? Also das ist natürlich dann, also für beide. Und das summiert sich dann natürlich. Ein Hundenapf 99 Cent, die Hundeleckerlis 75 Cent, Küchenreiniger 1,28. Also von den Preisen kann man wirklich nichts sagen. Ich werde jetzt das alles schön verpacken, also wie gesagt für meine Patenkinder und werde mit Sicherheit viel Freude daran haben. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu meiner Meinung. Und zwar habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass Action eher so ein Ramschladen ist. So, sorry, dass ich das jetzt so mal sage, das ist meine ehrliche Meinung. Jetzt nehmt ihr mich auseinander. Aber irgendwie dachte ich, Mensch, es ist so total günstig und es kann ja nichts Gescheites sein. Aber tatsächlich war es,
als ich reingekommen bin, so, dass ich sehr überrascht war. Es war total aufgeräumt, alles sehr, sehr ordentlich. Meine Freundin, die ist auch Verkäuferin und die hat gesagt, Mensch, ne, hier ist alles in Reihe und Glied. Und auch sie war sehr überrascht von den Preisen. Wie gesagt, das ist unglaublich für die Qualität. Und auch so vom Personal, die waren alle total freundlich und herzlich. Und es hat wirklich Spaß gemacht, dort einzukaufen. Also auch der Geruch war nicht so beißend wie in diesen Billigläden. Ich will es jetzt mal so sagen, ja, sorry. Aber manchmal kommt man ja rein und dann riecht es schon so künstlich und so giftig, sage ich jetzt einfach mal so. Nee, aber das war wirklich nicht der Fall. Ich war sehr, sehr überrascht. Und bin ja auch wirklich jetzt mal froh, dass ich diese Erfahrung für mich gemacht habe. Und jetzt habe ich euch alles gezeigt. Ich kann natürlich alles gebrauchen, sonst hätte ich es ja nicht gekauft, logischerweise. War jetzt eine Stange Geld, aber wie gesagt, das wird jetzt hier alles seine Verwendung finden. Und ich bin auch wirklich total froh, dass meine Freundin, die Amelie, die kennt ihr ja bestimmt auch, die hat ja hier auch einen Kanal auf YouTube, und sie hat zu mir gesagt, nee, Heidi, geh da auf jeden Fall mal rein, weil ich eben schon so voreingenommen war. Ne? Ich war schon so, nee, und das kann doch nichts Gescheites sein und das ist doch bestimmt nur irgendwie Ramsch. Sagt sie, nee, geh rein, du findest da auf jeden Fall Schnäppchen. Und dem war jetzt so. Ja, und deswegen bin ich auch total froh, dass ich da auf die Amelie gehört habe. Das war wirklich ein toller Tipp. Also wenn ihr einen Action in eurer Nähe habt, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Vielleicht ist da ja auch was für euch dabei. Wie gesagt, gerade Schreibwaren und so weiter, da kann man nichts falsch machen. Die Kinder brauchen ja doch immer wieder mal einen Blog und basteln ja auch sehr gerne. Und da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Jo, und das war es jetzt soweit von mir. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich euch dazu mitgenommen habe, auf diese kleine Reise in einen Action, in einen Actionmarkt. Ich hoffe natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Denkt dran, den Kanal kostenlos zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Und jetzt wünsche ich euch natürlich nur das Beste. Macht's gut und bis bald. Tschüss!